Im ganz Kleinen ist alles im Universum aus ein und denselben Grundbausteinen zusammengesetzt. Alles, was du jemals gesehen hast, jetzt in diesem Augenblick siehst und jemals in der Zukunft sehen wirst, all das ist im Grunde ein Wirrwarr aus Atomen. Selbst du. Die erste Theorie der Atome wurde im 5. Jahrhundert vor Christus von dem griechischen Philosophen Demokrit vorgeschlagen. Demokrit spekulierte darüber, dass alle Dinge dieser Welt aus kleinen, harten und unzertrennbaren Dingen zusammengefügt sind. Er nannte diese Teile Atom. Atom bedeutet nämlich im Griechischen das Unteilbare. Er vermutete, dass es von diesen Atomen viele unterschiedliche Größen gab, dass sie aber alle in ihrer Grundsubstanz aus demselben Material sind. Nach der modernen wissenschaftlichen Vorstellung von Materie erklärt sich die große Vielfalt der Substanzen im Universum durch die Kombination verschiedener chemischer Elemente. Elemente bestehen in der Tat aus Billionen von identischen Grundbausteinen, den Atomen. Die interne Struktur eines jeden Atoms ist tatsächlich sehr spezifisch, je nachdem, um welches Element es sich eben handelt. Diese unterschiedliche Zusammensetzung von Atomen sorgen eben für den charakteristischen Wert eines Elementes. Ein Wasserstoffatom ist beispielsweise anders konstruiert als ein Goldatom. Die Spekulationen von Demokrit waren der Ursprung dessen, was wir heute die Atomtheorie nennen. Die moderne Atomtheorie betrat die wissenschaftliche Bühne erst mit dem 19. Jahrhundert, mit den Arbeiten des Chemikers John Dalton. Und erst 1905 bewies Albert Einstein in schlüssiger mathematischer Art und Weise die Existenz von Atomen. Diese fasste er in seinem berühmten Aufsatz die Brownsche Molekularbewegung zusammen. Einige Jahre später gelang es Ernst Rutherford als erstem in das Innere eines Atoms zu schauen. Diese Beweisführung gelang ihm durch ein Experiment. Er beschoss eine sehr, sehr dünne Goldschicht mit Alpha-Teilchen. Dabei entdeckte er, dass jedes Atom einen harten, kleinen, positiven Kern hat. Dieser ist vom leeren Raum umgeben, in denen noch kleinere negative Teilchen sich bewegen, den Elektronen. Eigentlich ist es so gut wie unmöglich, den Aufbau eines Atoms grafisch darzustellen. Wir versuchen es aber in der Regel trotzdem durch ungefähr so eine Abbildung. Hier sehen wir den Atomkern und die Elektronen, die ihn umkreisen. Ein reales Foto vom Aufbau des Atoms sieht aber ungefähr so aus. Heutzutage ist die Atomtheorie nicht mehr eine nur gut bestätigte wissenschaftliche Theorie, sondern längst eine unbezweifelbare Tatsache. Wir können einzelne Atome durch Elektronenmikroskope beobachten und sind sogar heute in der Lage, durch Laser sie in Fallen zu fangen oder sie nach Belieben herumzubewegen. Unter der Atomtheorie verstehen wir heute nicht mehr nur die Aussage, dass alles aus Atomen besteht, sondern wie sich Atome verhalten und wie sie in Wechselwirkungen stehen. Und damit betreten wir das Reich der Quantenmechanik.